Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 3. November, Uhrzeit 3.47 Uhr. Das ist so die Zeit, in der ich gewöhnlich hier morgens, früh morgens oder anders ausgedrückt, auch noch mitten in der Nacht in meinem Basislager, in meinem Pennerlager sitze. Unterschiedlichste Aktivitäten ausführe, Fotos bearbeite, Videofilme schneide, mit meinen Hunden mich unterhalte, schöne Musik höre, wie aktuell Leonard Cohen, mein Lieblingssänger seit 50 Jahren. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich befinde mich hier in meinem Pennerlager, in meinem Basislager auf einem Campingplatz im hohen Westerwald und habe ich gestern oder vorgestern und die letzten Tage noch fest geglaubt, dass ich mein Basislager, meinen Wohnwagenstellplatz verlassen muss, da der neuerliche Lockdown jegliche touristische Aktivitäten auch diesmal untersagt, wie schon im Frühjahr. So kam doch gestern die für mich persönlich sehr erfreuliche Nachricht, dass dieses Verlassen von Campingplätzen Dauercamper wie mich nicht betrifft. Bisher ging man immer davon aus, dass Dauercamper nur dann bleiben dürfen auf deutschen Campingplätzen, wenn der erste Wohnsitz auf einem Campingplatz angemeldet ist. Auf dem Campingplatz, auf dem ich hause, ist das aber nicht gestattet und ich besitze selbstverständlich eine Meldeadresse und auch einen Meldewohnort, nämlich das ist Gießen. Und da war ich auch gestern und habe alles schon vorbereitet, Klamotten mitgenommen, meine gesamte Logistik, Vagabundenlogistik gecheckt, organisiert, gemacht, getan, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich in den nächsten Wochen und Monaten mein Basislager im Westerwald nicht mehr aufsuchen konnte. Denn im Frühjahr 2020 wurde so dieser gesamte Campingplatz hier abgeriegelt, alles wurde zugemacht, Sanitärgebäude abgeschlossen. Der Verwalter des Campingplatzes kam täglich und hat kontrolliert, dass auch ja niemand sich auf dem Campingplatz aufhielt. Okay, und da war ich eben nicht dort. Aber Fakt ist, hier bin ich gerade in Sachen Corona am liebsten. Denn nirgendwo anders kann ich mich so gut isolieren, kann ich mich so gut abschirmen von Menschenmassen. Nirgendwo anders bin ich so gut aufgehoben mit meinen zwei Hunden, bin ich so, ja, naturbeweglich wie hier. 100 Meter und ich bin im Wald. Und ich bin alleine und ich, das ist einfach mit der Hauptgrund, warum ich überhaupt ein Basislager im Westerwald habe. Und ich muss gestehen, mich selbst jetzt hier, wo ich hier bleiben kann, tangiert Corona, Lockdown eigentlich nur sehr wenig. Der einzige Risikopunkt ist das Einkaufen, aber auch das kann ich geschickt machen. Denn hier, nur 2 Kilometer entfernt von mir, gibt es einen Pennymarkt und wenn ich den aufsuche, morgens ganz früh, dann bin ich dort meistens alleine und so klappt das wunderbar und ich muss gestehen, ich bin so richtig gut drauf, denn eins ist auch mal Fakt, ich war in meinem Leben schon immer ein Einzelgänger und liebe auch das Eremitendasein hier jetzt im Winter. Das ist nicht das erste Mal, dass ich einen Winter im hohen Westerwald verbringe und das so ziemlich alleine. Es gibt zwar hier auch auf dem Campingplatz einige Bekannte und Freunde von mir, die auch hier hausen, aber das geschieht von allen Betroffenen mit der nötigen Sicherheit, mit den nötigen Hygieneregeln, mit dem nötigen Abstand und insofern kann da eigentlich nichts schief gehen. Oh, ja, das wollte ich eigentlich mal jetzt mitteilen, weil einige Leute auf meinem YouTube-Kanal immer wieder mal Anteil nehmen, wo sich Garno Kassel denn so rumtreibt und was so läuft.
Allerdings eine Sache ist noch vollkommen jetzt der nächste Punkt, der sehr offen ist. Am 11.11. habe ich Vorcheck für meine zweite Hüftgelenks-OP, die am 17.11. stattfinden soll. Wenn ich jetzt sehr aufmerksam die Entwicklung der Krankenhaussituation in Deutschland verfolge, so ist auffällig, dass die Zahl der besetzten Intensivbetten überall zunimmt, radikal zunimmt, rasant zunimmt. Und ich erwarte auch nicht, dass in den nächsten 14 Tagen diese Entwicklung gestoppt wird, denn der Stopp der Lockdown ab gestern wird sich erst danach hoffentlich so auswirken, dass die Krankenhäuser wieder etwas entlastet werden. Also aktuell gehe ich mal davon aus, dass meine OP als nicht lebensnotwendige OP in Kürze abgesagt wird. Sollte das nicht der Fall sein, dann wird es für mich wieder spannend, denn Aufenthalte im Krankenhaus, Aufenthalte in der Reha-Klinik, das weiß ich aus Erfahrung, sind nicht gerade Orte der geschützten Isolation. Okay, schauen wir mal, was passiert. Von mir aus absagen möchte ich die für mich sehr, sehr dringende und notwendige OP allerdings nicht. Ich möchte gerade mal diese Gelegenheit nutzen, meine persönliche, grundsätzliche, aktuelle Meinung zum Stichwort Corona loszuwerden. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen war ich schon im Frühjahr, als dieser Virus von China aus um die Welt startete, der Meinung, dass das nun der Fall eingetreten ist, vor dem ich schon lange Angst hatte, nämlich eine Pandemie, Pandemie, vor der auch schon lange, lange Zeit Virologen, Mediziner immer wieder gewarnt haben. Und immer wieder mal kam auch so ein Moment, wo man dachte, okay, jetzt geht's los mit so einer Pandemie. Ich habe das in den vergangenen Jahrzehnten trotzdem nie ernst genommen, aber mit dem Start des Corona-Covid-19-Virus, da dachte ich mir, oh Scheiße. Und das dachte ich schon im März 2020, oh Scheiße. Dieses Scheißding, dieser Virus wird den Rest meiner Tage auf dem Planeten Erde massivst beeinflussen. Ja, und die Entwicklung zeigt, dass mein Denken schon vor einem halben Jahr nicht verkehrt war, auch wenn die Zahl der Menschen in Deutschland wächst, die Existenz überhaupt dieses Virus leugnen oder ihn bagatellisieren, kleinspielen, runterspielen, als unwichtig deklarieren. Höchstens im Stärkegrad einer normalen Grippe. Wenn ich daran geglaubt hätte, wäre ich jetzt enttäuscht. Aber okay, der Grippevirus hat mich auch in 43 Jahren Schuldienst mit permanent Kontakt zu über 2000 Kindern, Jugendlichen nicht umgebracht, und auch in den letzten 10 Jahren kann ich mich nicht daran erinnern, einen Grippevirus mir eingefangen zu haben, aber das lag einfach daran, dass mein Immunsystem mit diesem Grippevirus jeden Winter genug Kontakt hatte und wusste, was das für ein Arschloch ist, und hat den Grippevirus einfach gekillt, abgewehrt. Aber der Virus, der jetzt hier auf dem Planeten Erde für Unruhe sorgt und täglich für mehr Unruhe, dieser Covid-19, den kennt mein Immunsystem mit Sicherheit nicht. Und sollte ich mir das Scheißding einfangen, könnte ich hops dabei gehen. Denn erstens bin ich alt, nicht hochbetagt und auch noch nicht halb tot. Aber ich bin alt, 70 Jahre. Und sogenannte Hochrisikopatient, die gesamte Erfahrung der letzten Wochen, Monate, zeigt klipp und klar, alte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen sind in hohem Maße gefährdet und auch überwiegend die tödlichen Opfer dieses Scheißdings.
Ja, und als der erste Lockdown kam und Deutschland platt gemacht wurde, lange Zeit, um diesen Virus zu stoppen in seiner massiven Ausbreitung, als das europaweit geschah, als das weltweit geschah, bis auf ganz wenige Ausnahmen, sämtliche Politiker, sämtliche Länder des Planeten Erde in ähnlicher Weise versuchten, die Ausbreitung des Virus, des Covid-19, zu stoppen, zu minimieren oder in einem erträglichen Umfang zu halten, damit überall in der Welt die Gesundheitswesen nicht zusammenbrechen würden. Und übrigens nicht nur die Gesundheitswesen. Ich habe mir mal vor einiger Zeit wunderbar vorgestellt, wenn in einem französischen Kernkraftwerk 700 Mitarbeiter an Covid-19 erkranken, ähnlich wie in den Schlachthöfen Deutschlands, dann wird es gefährlich, denn hochqualifiziertes Personal in Atomkraftwerken kann man nicht durch irgendwelche Jojos ersetzen. Dann wird es schwierig, wenn Fachleute ausfallen. Übrigens auch Fachleute auf Intensivstationen. Eine Beatmungsmaschine und die hochtechnisierten Maschinerien auf Intensivstationen, an Intensivbetten, sind nicht von ungelernten Kräften aus ganz weit im Osten zu bedienen, sondern von hochqualifizierten Leuten. Und die werden knapp, die sind knapp, die waren schon immer knapp in Deutschland. Und okay, was ich eigentlich sagen wollte ist, der erste Lockdown hat mit Unterstützung des beginnenden Sommers dazu geführt, dass die Infektionszahlen in Deutschland zurückgingen, dass die Krankenhausbetten sich wieder leerten, dass die meisten glaubten, oh, das Ding ist Hammer hinter uns, und haben wieder losgelegt mit all den Verhaltensweisen, die förderlich sind, um einen Virus möglichst optimal geil zu verbreiten. Ja, und als dann jetzt im Herbst das Ding wieder aktiv wurde, weltweit aktiv geworden ist, da war natürlich die Zahl der Menschen, die keinen Bock mehr hatten auf all die Maßnahmen, das Ding zu stoppen, nämlich auf einen Lockdown, wie er seit gestern in Deutschland auch wieder als Lockdown Light bezeichnet wird, war mir klar, diesmal wird das Ding Lockdown nicht das gewünschte Ergebnis haben, dass die Zahl der Infektionen wieder zurückgeht. Dafür sind zu viele Menschen zu uneinsichtig, zu egoistisch und logischerweise auch zu wenig betroffen. Denn noch liegen keine Toten auf der Straße rum, noch haben die meisten Menschen keine persönlichen Verluste in der eigenen Familie, was die Mordalitätsrate dieser, also im Klartext, die Zahl der Verreckten ist für die meisten Menschen in Deutschland überhaupt nicht wahrnehmbar. So minimal, dass jeder glaubt, das ist ein Fake, das ist gelogen, das ist betrogen, das ist eine Erfindung der Politiker. Die Welt wird regiert von Verbrechern, die einen Covid-19 benutzen, um aus allen Demokratien dieser Welt Diktaturen zu machen. Die Oberdiktatorin Merkel gibt sich besondere Mühe und hindert solche Freiheitskämpfer wie alle Rechtsradikalen der AfD und da weiter rechts in Deutschland wieder für Demokratie zu sorgen. Ich muss die Fresse halten, ich merke, ich kriege schon wieder Aggressionen. Wieder zurück zum roten Faden. Diesmal wird es ernst, was die Überbelastung des Gesundheitswesens auch in Deutschland betrifft. Davon sind nicht nur Alte wie ich betroffen, die jetzt irgendwelche morschen Knochen ersetzt bekommen durch Plastik, was eigentlich ja vollkommener Blödsinn ist. Also nicht nur nicht lebensnotwendige OPs, davon werden auch jede Menge junge Menschen betroffen sein, die auf die Fresse gefallen sind mit ihrem Motorrad, die Autounfälle mit ihren Autos auf der Autobahn verursacht haben, die alle wunderbar gerne immer schnell in ein Krankenhaus geflogen und wieder zusammengeflickt werden wollen. Die werden in den nächsten Wochen und Monaten ganz, ganz klar auch von Covid-19 betroffen sein, wenn nämlich unser Gesundheitswesen am Arsch ist, am Ende ist, überfüllt ist. Und das betrifft dann auch junge Menschen. Und das wiederum kann mir
dann egal sein? Denn ich habe schon lange beschlossen, für mich ganz persönlich, zur Aufrechterhaltung oder Verlängerung meines Lebens möchte ich nicht angewiesen sein auf das Sozialverhalten der jungen Generationen, die jetzt sagen, hoch, den Alten zuliebe, lassen wir uns jetzt hier einsperren, lassen wir unsere Existenz ruinieren, damit die Alten noch ein paar Tage länger in ihren Pflegeheimen rumgammeln. Nein, ich sorge selbst dafür, wie ich rumgammle und wie lange ich noch lebe. Und das bedeutet, in diesem Kontext ist es für mich sehr wichtig, jetzt hier ein geschütztes, ein abseits gelegenes Basislager zu haben, wo ich nicht unter Menschen muss, wo ich mich nicht in Menschenmassenversammlungen begeben muss, außer einkaufen. Aber das versucht jetzt meine Tochter Samira auch noch für mich mit zu organisieren. Und ja, ich war noch nie ein Mensch, der in Museen gegangen ist, in überfüllte Kinosäle oder Karneval gefeiert hat oder Halloween oder diese ganzen Tralala-Massenfeste, war noch nie mein Ding. Das können meines Erachtens ruhig die Menschen weitermachen, denen das deutsche Gesundheitswesen scheißegal ist. Mir wird nichts fehlen, mir hat nie sowas gefehlt, im Gegenteil. Was mir gefehlt hätte jetzt, hier und heute und an diesem Tag, ist der Wald, ist die Einsamkeit, ist die Abgeschiedenheit, ist die Ruhe, die Stille. Und schon seit vielen Jahrzehnten bezeichne ich hier meine Heimat, den Westerwald, als mein persönliches Land der Stille. Obwohl auffällig ist, dass immer dann, wenn Lockdown ist, füllt sich auch der Westerwald mit den Städtern der umliegenden Regionen, der umliegenden Täler. Und wenn die im Westerwald unterwegs sind, fällt mir das immer auf, dass ich Leuten begegne, die nicht guten Tag sagen, wie das die Städter sich auch so abgewöhnt haben. Aber das ist aktuell auch noch nicht der Fall. Der Westerwald ist noch nicht überlaufen von Stadtflüchtlingen. Und ich hoffe, ich werde hier auch diesen Winter gut überleben. Und im nächsten Jahr, im nächsten Frühjahr, wenn es irgendwo wieder Schlupflöcher gibt, werde ich aus meinem Isolationscamp rausschlüpfen in andere Stille, in andere ruhige, in andere möglichst menschenleere Regionen, um die liegen, besonders in Europas Norden. Und noch so ein Ding, ja, okay, das erzähle ich das nächste Mal. Okay.